Wir haben heute etwas länger geschlafen. Keine Ahnung, wahrscheinlich mussten wir noch Schlaf nachholen von den letzten Nächten und von der Anreise. Auf jeden Fall ging es heute erst mittags raus für uns. Und wir sind erstmal nur quer durch die Stadt geschlendert, hatten noch nicht so ein festes Ziel, waren uns noch nicht so sicher, ob wir zum Beispiel zum Gardens of the Bay hin wollen. Aber wer es vielleicht schon erkennt, wir sind da. Und genau, wir haben uns jetzt kurz dazu entschlossen, uns hier nochmal beim OBDC Skywalk dran teilzunehmen. Also für ein kleines Geld kann man hier quasi einmal hier hoch, einmal den ganzen Weg hier entlang gehen. Und genau, ansonsten sind wir bisher nur durch die Marina Bay Mall nochmal durchgeschlendert und haben uns dort auf dem Observation Deck nochmal umgeschaut, also auf der Mall. Mal schauen, es gibt ja nachher noch Feuerwerk. Ich weiß nicht, ob wir das von der Zeit her noch schaffen und machen, dass wir uns auch noch das Feuerwerk und die Lasershow anschauen. Ansonsten, genau, spazieren wir jetzt hier noch ein bisschen durch die Gegend. Es gibt ja auch, sieht man jetzt hier, doch, da hinten sieht man sie, zwei große Bereiche, überdachte Bereiche, wo noch besondere Flowershows sind oder Cloud Forest, genau. Da ist gerade eine Avatar-Ausstellung von einem Avatar-Film. Das wollten wir uns eigentlich auch nochmal angucken. Allerdings aufgrund des späten Aufstehens heute Morgen und unserer Unentschlossenheit haben wir da erstmal keine Tickets für gebucht. Da kann man sich auf jeden Fall online über einen Drittanbieter günstigere Tickets zu organisieren. Das posten wir euch dann auch nochmal in einem entsprechenden Blogbeitrag. Und wir werden jetzt hier gleich wieder mit dem Fahrstuhl runterfahren. Und ich werde auch mit dem Fahrstuhl rauf. Und man soll sich hier nur für 15 Minuten circa aufhalten und das wollen wir dann natürlich auch nicht überschreiten. Genau, wir genießen jetzt noch ein bisschen den Ausblick. Wie ihr seht, ist das Wetter, okay, da ist es dann nicht ganz so schön. Dafür ist es da ein bisschen schöner. Vorhin gab es ordentliche dunkle Wolken, inzwischen ist es jetzt auf jeden Fall besser. Und genau, wir wollen jetzt weiter, damit auch der Kleine sich hier nicht allzu lange aufhalten und langweilen muss. Also bis später, ciao! Moin! Tag 3 heute in Singapur. Wir waren da gestern noch in der Marina Bay, haben uns dort nochmal quasi die Lichtershow angeschaut, nachdem wir ja vorher noch im Gardens of the Bay waren und quasi dort uns zumindest schon mal einen Teil angeguckt hatten. Wir wollten da jetzt noch nicht alles anschauen, da haben wir noch was für morgen geplant und sind da jetzt, wie gesagt, dann abends dann noch geblieben, um uns die Lasershow anzugucken, weil es dann entsprechend von der Zeit eh schon so spät war und wir das dann nicht nochmal extra für einen anderen Tag einplanen müssen. Jetzt sind wir hier gerade auf dem Weg nach Sentosa Island. Hier sind wir auf dem Sentosa Boardwalk. Auch von unserer Unterkunft waren das jetzt irgendwie 5-6 Minuten bis zur Metrostation und von der Metro aus nur eine Station weiter, bis wir dann hier ankamen, wieder eine große Mall am Bayfront. Und von hier aus kann man jetzt quasi auf die kleine Insel gehen. Dort draußen ist ein großer Wasserpark, viele Hotels. Es gibt dort auch Strände, die man da besuchen kann. Und wie man jetzt auch hier sieht, könnte man auch mit einem Cable Car rüberfahren. Das ist bestimmt auch eine coole Aussicht auf jeden Fall von da drüben. Allerdings kostet das auch entsprechend und immer ja auch ein bisschen mit dem Hinblick auf das Budget und was, wofür wir irgendwie Geld ausgeben wollen, wofür nicht, haben wir uns dafür entschieden, dass wir jetzt zu Fuß gehen, weil das entsprechend halt auch nicht wirklich lange ist, der Weg. Das ist jetzt eine halbe Stunde, die man jetzt von dem Bayfront Mall aus bis zur Insel bzw. bis zu diesem Punkt, wo wir hingehen wollen, einmal quer über die Insel rüber. Ja, das ist halt nicht so weit, das gehen wir jetzt halt einfach mal zu Fuß, um sich auch zu bewegen. Die Wetteraussichten wie sonst auch immer, zum Mittag hin ziemlich bewölkt, laut Regenradar und wonach man sich ja immer täglich orientieren soll, zieht das aber wieder leicht an uns vorbei und zum Nachmittag hin lockert das alles auf und wird besser. Ich
schauen wir uns da mal einfach an, wie es wird. Ansonsten gibt es immer noch genügend Möglichkeiten, sich irgendwo unterzustellen. Genau, so viel dann erstmal dazu. Und wir berichten dann einfach von später nochmal. Ja, da sind wir nun auf der Insel über den Boardwalk. Also man kann ja, wie die Torben schon gesagt hat, den Express auch nehmen. Aber das ging jetzt eigentlich ganz gut. Und genau, gerade eben haben wir auch herausgefunden, dass man eigentlich was bezahlen muss, wenn man hier auf die Insel möchte. Also man kann den Boardwalk wohl noch gehen und dann muss man bezahlen. Ist aber jetzt bis Ende des Jahres noch kostenfrei. Richtig gut. Genau, wir sind dann direkt auf Universal Studios zu. Da waren wir ja bereits schon in Kalifornien und in Florida. Und wäre jetzt auch mit den beiden Kids jetzt nicht so das Optimale gewesen. Also da müssen die einfach noch ein bisschen älter sein. Genau, die sind aber auf dem Weg hierher beide eingepennt. Die machen jetzt erstmal Mittagsschlaf. Genau, und wir gehen hier so durch, also auf Sentosa Island, das ist quasi die Adventure Island. Hier gibt es eigentlich alles, von Indoor Diving, dann so ein großer Wasserpark, Universal Studios, noch einen anderen Freizeitpark. Also hier ist ganz schön was los und natürlich halt auch große Hotels und Strände, die schön sein sollen. Deswegen wollen wir uns das mal angucken. Und was es sonst noch hier so gibt, es gibt hier auch noch alte Ruinen, die man sich angucken kann auf der Insel. Genau, wir gucken jetzt einfach mal, wonach uns ist, was es hier so gibt. Universal war ganz schön voll, die standen da alle an. Die haben ja auch hier Ferien aktuell. Und heute ist ja Montag hier. Und da ist quasi das wie unser Sonntag. Also da haben viele Sachen auch zu. Genau, deswegen gucken wir mal, was überhaupt heute so auf hat und möglich ist. Wie gesagt, man, das macht vielleicht auch erst später auf. Es ist ja noch jetzt irgendwie kurz nach 11. Genau, oder ob das halt dann einfach heute zu hat, weil Montag ist. Genau, wir nehmen euch auf jeden Fall weiter mit. Aber es ist eigentlich auch ganz schön, dass es hier nicht ganz so voll ist. Warten wir mal ab, wie das noch so wird. Bis dann! Moin! So, jetzt waren wir am südmöglichsten Punkt von Asien. Laut der Karte geht das wohl auch noch ein Stück südlicher, aber das war der offizielle Punkt über die Hängebrücke rüber, mit Beweisfoto auch. Und haben dann dort auch am Strand etwas verweilt, haben uns da mal hingelegt, ein bisschen abgekühlt im Wasser, zumindest die Füße und die Beine. Ryan fand es auf jeden Fall auch super, was das anging. Und danach sind wir jetzt einfach hier den Beachwalk weitergegangen. Hier kommt man quasi die ganze Zeit am Strand entlang zu verschiedenen Stränden und Strandabschnitten. Genau. Wir wollen jetzt nämlich noch einmal zum anderen Ende der Insel gehen. Dort gibt es nochmal einen Aussichtspunkt. Und von dort aus wollen wir dann weiterschauen, dass wir wieder zurückkommen in der Tag. Neigt sich dann doch auch immer schneller dem Ende, als man denkt, wenn man so viel entsprechend unterwegs ist. Ansonsten genießen wir das Wetter. Das ist jetzt gerade nicht so sonnig, ein bisschen also eher bewölkt, aber halt auch kein Regen. Ja, und schauen dann einfach mal, dass wir euch mit zum Aussichtspunkt mitnehmen. Und wir haben auch schon eine Idee, wo wir nachher noch essen wollen. Da gibt es so ein Ritual, wenn wir das immer unterwegs, was wir unterwegs haben, wenn wir das sehen, diese Location. Und mal schauen, ob das nachher auch funktioniert. Oh, bis denn. Moin. So, jetzt sind wir hier am Strand weitergegangen und am Fort Siloso angekommen. Ein im Zweiten Weltkrieg wichtigen Stützpunkt hier in Singapur. Hier kann man sich auch viel über die Geschichte angucken, genauso wie halt
quasi noch alte Bauwerke. Kasematten. Die Kasematten zum Beispiel noch, genau, oder auch entsprechende Kanonen. Und wir gehen jetzt hier aber auch noch weiter, weil es am Ende vom Fort Siloso noch einen Aussichtspunkt geben soll, wo man noch mal ein bisschen Ausblick hat. Und wir hoffen dann, dass der Rückweg irgendwie praktikabler ist. Mit Buggy ist das manchmal nicht so gut. In der Metro kam man bisher immer gut zurecht. Man braucht deutlich mehr Zeit, weil man immer die ganzen Wege zu den Fahrstühlen einplanen muss. Und es wirklich auch viele Buggys und viele Eltern mit Kindern, die im Buggy unterwegs sind, hier einfach in der Stadt gibt. Und genau, wir gehen jetzt hier einfach mal geradeaus weiter und schauen mal, was wir hier noch so entdecken und zeigen euch gleich auch nochmal den Ausblick. Moin! So, jetzt nochmal ein kleines Update von uns vom gestrigen Tag. Nachdem wir auch von der Insel Sentosa wieder über den Boardwalk zurückgegangen sind, wir hatten uns dort ja noch beim Hard Rock Café gestärkt, haben wir uns überlegt, wie wir dann nochmal eine Aktivität für den Kleinen finden, oder für den Großen müsste man ja sagen, und haben uns halt dafür dann entschieden, nochmal nach einem Spielplatz zu suchen und haben dort auch in Vivo City quasi eine Mall, die dort in der Nähe ist, direkt an der Harbourfront. Da haben wir uns dazu entschieden, diesen halt einfach mal aufzusuchen. Der ist oben auf der zweiten Etage. Super Spielplatz, war auch recht viel los. Und was uns da halt am meisten begeistert hat, war tatsächlich die Situation, dass da einfach, ich würde mal sagen, ein einheimisches Mädchen mit ihrer kleinen Schwester sich direkt mit Wein angefreundet hat. Die war definitiv schon etwas älter. Und die kleine Schwester von der war halt auch 2 Jahre. Aber hat Wein direkt mit an die Hand genommen, ist mit ihm halt hochgeklettert, gerutscht, hat mit ihm ganz viele Sachen gemacht, weil er sich manchmal das halt nicht so ganz getraut hat oder nur dabei stand, sich erstmal angeschaut hat. Und er wurde einfach irgendwie aufgenommen. Und sie haben alle zusammen gespielt und Spaß gehabt. Und Wein hatte auf jeden Fall richtig viel Spaß, dass wir da eine Weile einfach verbracht haben und zugeguckt haben und das einfach genossen haben, auch zu sehen, wie Kinder manchmal halt die Grenzen einfach gar nicht kennen und denen das egal ist, wo du herkommst oder welche Sprache du sprichst. Und man das halt einfach versucht, miteinander Spaß zu haben. Genau, und dann sind wir danach dann letztendlich dann auch wieder zurück zur Unterkunft, mit der Metro zurückgefahren. Und haben dort erstmal dann in der Unterkunft eine kleine Pause gemacht. Für den Großen war dann Zeit für Mittagsschlaf. Und die Zeit haben wir dann genutzt, um da noch ein paar Sachen am Notebook vorzubereiten. Oder ich halt ein bisschen genutzt, um nochmal was von der Arbeit fertig zu machen. Und dann sind wir zum Abend hin, weil letztendlich ging dann das Schläfchen vom Großen irgendwie bis 19:30 Uhr. Und direkt jetzt dann abends ins Bett wurde ja nichts. Deswegen sind wir dann nochmal alle gemeinsam los auf so ein Food Market, Laubhaus hat. Ist ja auch ganz bekannt, ist so eine Pagodenüberdachung mit ganz vielen Ständen. Und abends ist halt auch die Straße gesperrt. Und man kriegt dort Satoi, so viel wie man will. Das war auf jeden Fall klasse, da noch rumzugehen. Wir haben da uns ja nichts Großes geholt. Es gab eine kleine Erfrischung noch. Und haben uns aber halt einfach mal informiert, wie wir da vielleicht einfach heute sonst noch vorbeigehen und noch was essen.
oder halt in den nächsten Tagen. Und jetzt sind wir gerade wieder durch die durch die Innenstadt durch. Ist auf jeden Fall tagsüber deutlich lauter als abends oder zu anderen Zeiten. Und deswegen mache ich auch erst jetzt die Aufnahme, weil vorher hätte man mich wahrscheinlich kaum verstanden. Wir sind jetzt gerade wieder auf dem Weg zum Gardens of the Bay. Und zwar haben wir dort für eine Attraktion was online gebucht. Da haben wir von dem Jordan nochmal einen Tipp bekommen, wie man da günstiger rankommt. Und da ist eine kleine Ausstellung. Und zwar vom neuen Avatar-Film, Kinofilm, ist dort quasi eine interaktive Ausstellung mit eingebaut worden. Und das soll wohl klasse sein zum Anschauen, auch für Kinder halt einige Sachen zu machen. Und daher wollen wir uns jetzt einfach, oder haben wir uns jetzt gedacht, wir machen das für heute, sodass wir nicht jeden Tag mal eine irgendwie feste geplante Aktivität haben. Aber das jetzt einfach mal nutzen, wir sind gerade auf dem Weg dorthin und nehmen euch entsprechend mit. Bis dahin!